Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Portaltagen in Zeitraum von 8. bis 17. Februar 2019 nach Maya-Kalender. Und die Portaltagen kommen von Maya-Kalender. Die alten Mayas haben das berechnet. Sie haben die Natur beobachtet. Sie haben die wiederkehrenden Zyklen beobachtet. Sie haben Sonne, Mond und die Sterne beobachtet. Sie haben dieses Wissen gehabt. Diese Pyramide, diese Maya-Pyramide, wurde auch millimetergenau nach diesen Beobachtungen aufgebaut. Bei bestimmten Konstellationen erscheint ein Licht und erscheint hier eine Drache. Das wurde alles genau berechnet. Und sie haben uns dieses Wissen weitergegeben. Leider hat die Inquisition einen Teil verbrannt, aber ein Teil ist noch da und das sollen wir hüten, das sollen wir auch ehren. Und aus diesem Grund ist so wichtig, diese Portaltagen richtig vermitteln, weil das hat mit diesem Kalender etwas zu tun. Und das tut mir weh, wenn das falsch berichtet wird. Wenn erzählt wird, oh, heute ist so wundervolle Energie. Diese wundervolle Energie haben wir jeden Tag. Warum? Es besteht doch alles aus Energie. Wir haben jeden Tag Energie. Und diese Portaltage zeigen uns aber etwas anderes. Und das wird gerade verteufelt, wie schlecht uns geht, dass wir Kopfschmerzen haben, wir leiden, wir haben Depressionen. Da haben wir gar nichts verstanden von diesem Wissen. Gar nichts. Was bedeutet das überhaupt? Welche Chancen gibt es in unserem Leben? Die Mayas haben verschiedene Kalendersysteme. Und das haben nicht nur die Mayas, das haben auch die Chinesen, die Ägypter. Die haben auch verschiedene Kalendersysteme. Es gibt auch Sonnenkalender oder Mondkalender. Die Ägypter haben auch Kalender für den Alltag gehabt, für das alltägliche Leben. Und sie haben auch einen spirituellen Kalender auch gehabt. Genauso war das bei den Mayas. Und bei Portaltagen gibt es eine bestimmte Verbindung zwischen diesem Kalender. Dass, wenn das zwei Rad dreht sich und in einem bestimmten Punkten sind verknüpft miteinander. Das sind diese Portaltage. Und da öffnet sich ein Tor für eine höhere Schwingung, eine feinstoffliche Energiefeld, weil wir sind in einer anderen Dimension. Wir sind nicht in unserem Sonnensystem, sondern wir begeben uns in einen höheren, zentralen Sonnensystem, wo wir uns bewegen durch diesen platonischen Jahr. Und hier in diesen Portaltagen haben wir die Möglichkeit, zu diesem Energie anzapfen oder verspüren. Aber dadurch bekommen wir keine Kopfschmerzen. Geht es uns auch nicht schlecht? Das ist so wundervoll. Diese Energie ist göttlich. Wir betreten in ein Heiligtum der Mayas. Heute, am 10. Februar, befinden wir uns noch in fünften Wellen. Diese Wellen bedeutet Schwingungen, Frequenzen.
Und diese fünfte Welle, dauert bis 13. Februar 2019. Dann übergehen wir auf den 6. Welle. Aber bis dahin sind wir in diesem Frequenz. Das ist Energiefeld. Und diese fünfte Welle, diese Energiefeld bedeutet wie ein Baum, wie ein Lebensbaum. Und wir verspüren die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Einerseits die Bedürfnis, verwurzelt zu sein. Wir brauchen die Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit. Und wir sollen auch kümmern um die Finanzen, um die Materie, um unsere Sicherheit und Stabilität. In dieser Welle werden wir etwas überprüfen. Was sollen wir befestigen? Welche Eigenschaften gehören zu uns? Dann auch um die Finanzen kümmern, dass es mehr Stabilität kommt. Dann überlegen, ob dieser Arbeitsplatz wirklich unserer Berufung entspricht, das in Struktur bekommen, aber auch in die Liebe, Partnerschaft, mehr Stabilität. Wir haben gerade dieses Bedürfnis und überprüfen die zwischenmenschlichen Kontakte auch. Welche Kontakte möchten wir befestigen, weil es sind wertvolle Kontakte, und welche Kontakte möchten wir einschlafen lassen oder davon trennen, weil das einfach Zeit raubt oder Energie raubt. Aber nicht nur das, sondern sind wir auch dabei, unseren Gefühlszustand ein bisschen überprüfen. Gefühlen wie Liebe, Dankbarkeit, Hingabe, diese Art von Gefühlen, was diese göttliche Energie vermittelt, das befestigen. Das ist die schöpferische Kraft. Und anderen Art von Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht oder was ganz tief ist, das ist dann Neid und Hass. Das sind die zerstörerischen Energie. Das blockiert uns auch. Von dieser Art von Gefühlen verabschieden. Dann haben wir diese Wurzel des Baumes. Dann wissen wir, aha, das sollen wir befestigen. Auf das kann ich bauen. Auf das habe ich Verlass. Das ist Basis. Und von diesem Basis, von diesem Fundament kann dieser Baum wachsen, ausdehnen, und das trägt Früchte. Und wenn dieser Baum wächst, dann geht das in die Höhe. Und das ist das Symbolbild in Verbindung zum Göttlichen. Und das haben wir gerade auch, besonders in dieser fünften Welle, verspüren wir die Verbindung zum Göttlichen, zu unserem höheren Bewusstsein, oder wir verspüren die göttliche Energie, dann auch die Eingebungen. Und das ist gerade, was wir pflanzen. Wir pflanzen gerade diesen Baum. Und das hat eine Wurzel, das wächst und dehnt, das hat eine Krone und das nährt uns, weil das trägt Früchte. Diese fünfte Welle wird auch bezeichnet als Himmelswanderer. Die Verbindung wie eine Brücke bauen auf dem Göttlichen. Und diesem Schwingung sind wir gerade. Wir befinden uns in dieser Frequenz. Aber diese Überlegung, vieles verabschieden, das sind Dinge oder Gewohnheiten oder Gegenstände oder Kontakte oder Gefühle, was diese Energiefeld stört, störende Einflüsse.
das sollen wir schon aussortieren. Und so bewegen wir uns in diesem Energiefeld, in diesem Frequenz bis 13. Februar. Wir haben auch in Natur vier Grundelemente. Was ich immer bewundere, dass die Pflanzen leben von diesen Grundelementen. Und das ist die Feuerelement, das ist die Sonne, die Wärme. Aber die Feuerelement vermittelt auch Aktivität, Begeisterung, Leidenschaft. Ich nenne das immer Feuer und Flamme zu sein von etwas. Begeistert zu sein von etwas. Das ist Feuer. Und diese fünfte Welle, was wir gerade leben, dieses Energiefeld, wird diese Färbung bekommen, dieses Feuerelement. Das verspüren wir auch. Natürlich gibt es auch die Erdeelement. Das gibt Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit. Und das haben die Pflanzen auch. Sie haben die Sonnenkraft, die haben auch die Erde. Und dann kommt die Luftelement, das ist die Leichtigkeit, die Ideen, die Gedanken. Kommunikation ist auch zum Luftelement zugeordnet. Das haben die Pflanzen auch, sie atmen. Und dann kommt die Wasserelement, das symbolisiert unsere Gefühle. Und das haben die Pflanzen auch, das Regen. Also die Pflanzen brauchen die Sonne, diese Wärme, brauchen sie die Erde, das ist die Boden, brauchen sie die Luft zum Atmen und brauchen sie Regen, das Wasser. Und davon können die Pflanzen schon leben. Das ist ein Wunder der Natur. Und die Elemente gehören auch in unserem Leben. Und jetzt haben wir gerade diese Färbung bei dieser Frequenz, in dieser fünften Welle, die Feuerelemente. Wir sollen das tun, was uns begeistert und das mal befestigen. Und heute, in diesem 10. Februar, haben wir eine Zahl, was die Mayas in diesem Kalender bestimmt haben für unseren heutigen Tag. Und diese Zahl ist die Zahl 10 und sie haben das wie zwei gerade Linie gezeichnet. Und die Mayas haben diese Zahl beschrieben, das ist wie eine Befreiung. Befreiung von etwas, was uns bis jetzt bedrückt hat. Loslassen von etwas. Trennen von Dingen, die uns aufhalten, wo wir das Gefühl haben, da stoßen wir in unseren Grenzen, es geht nichts voran. Die Hindernisse, wir trennen uns gerade von diesem Hindernis. Aber das ist nicht mit Schmerz verbunden, sondern das ist die Befreiung. Das ist die Befreiung, endlich können wir aufatmen. Und diese Befreiung, Trennung, Loslassen ist nicht nur das, was uns hindert, Kontakte, Gewohnheiten, Situationen, sondern Befreiung auch von unserem Ängste. Das gehört auch dazu. Und wenn wir das erlebt haben, diese Befreiung, dann kommt die Manifestation. Befestigen etwas. Und dann die Zahl 10 bedeutet auch, dann beginnt etwas Neues. Im heutigen Tag herrscht Ik. Und das sind so Symbolen von den Mayas. Das ist Maya-Hieroglyphen. Und diese, ich könnte sagen, das sind wie Gottheiten. Und heute begegnen wir uns mit Ik. Und Ik, dieses Symbol, bedeutet Wind, Luft. Die Grundelement, was wir erleben in dieser fünften Welle gerade, die Grundelement ist Feuerelement. Und Feuerelement ist aktiv, lässt uns von etwas
begeistert und wir verspüren die Mut, die Kraft und die Leidenschaft. Und die heutigen Tag kommt dazu die Wind. Und das bedeutet heute den göttlichen Atem. Wir sollen auch heute vielleicht mal Atemübung machen, diese göttliche Atem, mein Einatmen. Also das bedeutet Wind, göttlichen Atem und die Luftelement steht in Verbindung mit unserem Gedanken und Ideen. Und das ist heute auch die Ideenreichtum. Ist auch sogar möglich, dass wir eine Botschaft erhalten, weil die Luftelement vermittelt etwas. Ist auch die Element für die Kommunikation. Also wir bekommen eine wichtige Nachricht oder eine wichtige Botschaft. Die Luftelement klärt auf. Also es sind klärende Gespräche oder wir bringen etwas in Ordnung, weil wir klären etwas. Und es ist auch die Begeisterung von neuen Ideen und Gedanken. Und heute haben wir die Tor, und das ist die Tor, die Macht über unserem Gedanken. Und diesem Symbol Ich steht auch für Kommunikation. Und heute sollen wir auf unsere Worte achten. Im Natur begegnen wir auch mit Ich. Und das bedeutet Wind, bedeutet manchmal auch Sturm. Also das kann auch ein bisschen stürmisch werden. Die Kraftort ist entweder ein Berg oder Wald. Da können wir einen Kraftort aussuchen, wo wir mit diesem Luftelement, mit diesem göttlichen Atem, wir auftanken können und verspüren wir diese Kraft, diese göttliche Kraft in uns. Die Krafttier ist die Falke und die Halbedelsteine sind farblosen Topaz oder Quarz und ein Edelstein, und das ist wirklich sehr wertvoll und edel, das ist Diamant. Diamant steht auch in Verbindung mit Ich. In körperlichen Ebenen steht in Zusammenhang zu unserem Atem und zu unserem Lunge. Das wäre heute auch bei diesem Portaltag, weil hier haben wir die göttliche Energie, diese feinstoffliche Energie, öffnet sich ein Tor zum Kosmos, zu diesem göttlichen Energiefeld. Das ist auch eine Heilenergie, wenn wir heute ein- und ausatmen und gerade bei Lungenerkrankungen, bei Atemerkrankungen ist auch eine Heilenergie. Dann kommt die Mondbewegung dazu. Das war so Art wie ein Sonnenkalender und jetzt kommt die Mondbewegung, die Mondkalender, und die Mondeinfluss ist Lamat. Und dieses Bild, so haben die Mayas das symbolisiert, zeigt einen gelben Stern. Und diesem gelben Stern zeigt die Schönheit und Harmonie. Und wir sollen heute darauf achten, in Harmonie bleiben, die Schönheit, die Kreativität betonen, das Leben und alles, was heute disharmonisch erscheint und all das, was nicht unserem Schönheitssinn entspricht. Das kann eine störende Energie sein und das sollen wir verschönern, sollen wir in Harmonie bringen. Und das zeigt hier diesem Symbol Lamat. Und das war mein heutiger Portaltag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.